Na dann lass mal sehen, was wir so hinkriegen in Desert Strike. Wenn ich Zerg bin, wir werden so sterben. Du, Thorsten und ich Zerg, Alter, wir werden so sterben. Ach, ist doch scheißegal, ob wir jetzt... Crapieren. Crap. Ich fick deine Mutter. Ich bin bei Josef Fritzl eingesperrt, wie im Frauenknast. Jetzt kommt eine Punchline. Der Schwanz geht in Mann rein. Das ist so geil, der Typ. Er dreht den Swag auf. Ich definiert das Wort. Ja. Oh, Definition Duden. Money Boy. Swag. Spiel mal eine YOLO-Taktik. Ich weiß, was wir danach spielen. Danach spielen wir aber ein schönes Rühnchen Protect Bob. Oh ja, das ist eine geile Idee. Alleine oder mal gucken, ob jemand mitschaut. Ich bin Protoss übrigens, das gefällt mir. Mir auch. Ich spiele übrigens mal nur Zerka. Auf der anderen Seite brauchst du sie natürlich. Du bist... Oh, scheiße. Los, schnell replacen. Pack sie alle nach vorne. Nimm die von der hinten, genau. Jetzt habe ich das total verpeilt. Ich dachte schon, was ist da wir los? Wir haben drei Protoss sind, ne? Wir sind drei Protoss. Eben gerade haben wir gegen welche gespielt. Die haben Sentry Only gespielt. Das mache ich jetzt auch mal. Sentry Only, mach mal. Jo, wer Moneyboy nicht kennt, ist cool. Wer Moneyboy nicht... Wie geht denn das? Ich weiß es gar nicht. Ach, das ist gut. Meine Berserker... Das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ohne Charge natürlich. Weil Charge kostet ja zu viel. 75 Mineralien. Jetzt habe ich auch Charge. Hust. Spiel mal beide Sentry Only. Sentry Only. Mach mal beide. Das. Ja, mach mal das. Ja, lass mal machen. Dann verkaufe ich alle meine Berserker und dann bauen wir... Nein, lass sie ruhig. Nee, alles verkauft. Ich will Sentry Only spielen. Wenn du Sentry Only spielst, stirbst du aber. Du brauchst noch ein paar Sentries, die vorne ein bisschen abfallen. Was machst du denn da? Ich baue jetzt ein paar Zealots, die vorne ein bisschen abfangen. Ich habe genau einen. Wenn ich Glück habe, baue ich noch einen zweiten. Ja, noch ein zweiter kommt. My life for Ire. Ich bin wie Josef Fritzl im Frauenknast. Du bist Josef Fritzl im Frauenknast. Der andere macht nur Berserker All-In. Berserker All-In? Wie kann er denn hier einen All-In spielen? Siehst du doch. Ich bin wie Josef Fritzl. Nee, ich bin nicht wie, sondern ich bin Josef Fritze. Ich habe total gespielt StarCraft im Frauenknast. Ich bin Josef Fritzl und spiele StarCraft im Frauenknast. My life for Ire. Ich brauche unbedingt ein paar Zealots. Ich brauche unbedingt, also Sentries Only klappt gar nicht. Warum nicht? Ja, siehst du doch. Ich brauche mal mehr Berserker. 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 Salate. Messlitz. Ja, die heißen doch in der Fachsprache Salate. Ja.
upgrade mal Level 1 Angriff und dann müssten die eigentlich schon gut damagen. Jetzt kommt er auch schon mit Zealots und Sentries. Wahrscheinlich war das von Anfang an sein Plan. Ich bin wie Josef Fritzl. Ich auch. So schlecht eigentlich, dieser Rhyme. Er ist wie Josef Fritzl, Mann. Er ist wie Josef Fritzl. Fritzlitz. Was ist das für eine Anspielung jetzt eigentlich, wenn ich das so merke? Fritzlitz. So, wenn du das noch ein bisschen überlebst, bin ich auch hinten dran bei dir. Natürlich nicht. Ich bin Fritzlblitz. Ich bin ein Pokémon. Aber ich bin Josef Fritzl. Fritzlblitz. Wie kann man sein Pokémon Fritzlblitz? Alter, das klappt doch ganz gut mit den Sentries. Wir hauen rein. Die wissen nicht, was sie dagegen spielen sollen. LOL. Ich bin bei Josef Fritzl eingesperrt, wie im Frauenknast. Herrlich, dieser Typ. Das ist einfach nur herrlich. Dann kommt Takt 32 rein und sein erster Satz wäre ich: Hi, Money Boy. Ich will nicht mehr leben, Alter. Schieß. Er ist wie Josef Fritzl. Wie? Guck dir diese Dinger da an, Alter. Die denken jetzt, wir haben irgendwas Unsichtbares dabei. Ja, ich meine diese Guardian Shields, Alter, wie wir die reiten, Alter. Vor allem, ich komme jetzt auch noch von hinten und dann war's das. Die Cannon fällt. Ah, Bändlinge. Oder fällt sie? Cannon, Alter, die Cannon fällt trotzdem noch. Wie geil ist das denn? Da kommt unser Freund, der rote Selle, wieder. Saugeil, dann baue ich jetzt ab jetzt nur noch Sentries, egal was passiert. Ich bin gar nicht auf Tier 2 gegangen, ich baue nur noch Selle. Ich mach das gerade, um halt einfach die Upgrades zu nehmen. Also ich baue gerade nur noch Sentries. Zweite komplette Reihe voll und dann kann ich erst auf Tier 3. 2. Die Arkins da vorne, die tanken auch den ganzen Damage weg von denen, ne? Ja. Guck mal, wie viele Sentries. Die ganzen Schilde, die da haben, ey. Wir kontrollieren. Wir rulen. Guck mal, aber wie viele Arcans bei mir. Und dann diese Schilde noch, ey. Dass der Fernkampfschaden verringert wird. Jetzt scannen die wieder, weil die denken, wir sind wieder. Hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Die können doch gar nicht so gut sein. Was ist denn das? Wir sind wie bei Josef Fritzl wie im Frauenknast. Ja, aber hallo. Nehme ich mal den Zweier-Attack mit. Ich geh mal auf Tier 2 langsam. Unser Kollege ist übrigens 0-0, ja? Der hat überhaupt nix. Die Gegner sind auch auf 0-0. Außer der Terraner, der ist 2-2. Ich meine, Sentries leben immer noch. Wir klopfen schon bei denen an der Tür. Wie die Arkins einfach brach und schon 15 Arkins. Die haben keine Chance. Wobei, jetzt kommen sie langsam raus, ne? Ja, soll er doch. Upgrade halt Level 222, jetzt ist eh vorbei für die. Ich hab 2-2 jetzt. Ich hab nicht genug Minerals. Das wären zu viele Panzer, sie kommen zurück.
Was ist gut gegen Panzer? Ich baue jetzt einfach Void Ray. Bau du Immortal. Ich baue Void Rays. Was machst du? Ich baue Void Rays, du baust Immortal. Ich baue Immortal? Ja. Okay. I attempt to be an immortal. Tier 2. Nach 15 Minuten. Drei Immortals stehen schon für die nächste Runde fest. Kommt doch noch mit Ravens an. Halten sich gar nicht mal so schlecht, die Bubis. Die halten sich gar nicht mal übel. Die kommen raus jetzt. Ich glaube, gleich ist ihr Ende. Für die oder für uns? Für uns. Dann war es das erstmal. Oh, außer Elektros. Jetzt laggt der echt raus, das wäre ultra. Das Ding ist, wenn der rausleckt, dann sind die anderen beiden öfter dran. Also spawnen deren Waves öfter. Weil die müssen ja einmal mehr spawnen, weil der eine... Ja, ja, damit man halt Ausgleich hat, ja. Das wäre wirklich bitter für den, wenn der jetzt rauslaggt. Tut er doch. Meinst du, er laggt komplett raus? Ja, wenn er jetzt schon bei 16 Sekunden ist, bei 15, dann macht er nichts mehr gegen. Tja, Opfer. Ja. Da passiert nichts mehr, er wird rauslaggen, das heißt, seine Wave spawnt aber auch nicht mehr, das heißt, der größte Gegner ist eigentlich schon mal weg. Rob. Oder spawnt er nochmal, ich weiß es nicht, ob der trotzdem weiter scoret, aber nicht. Nee, ich glaub, nicht er ist rausgelieft, das kann er also gar nicht mehr. Oh, ich bin Tier 3. Oh, Tier 3, oh ja. Der erste Koloss steht. Das erfreut mich. Ja. Bravo, bravo, Zugabe! So wunderschön, dieser Gesang. Meine engelsgleiche Stimme. Ja, das ist Wahnsinn. Wie bei Hangover 3, der eine. Alter, ah, was ist jetzt los? Warum rennen wir die auf einmal? Wir räumen auf, ganz einfach. Der Zerg ist irgendwie der größte Konkurrent gewesen. Jetzt ist der draußen, jetzt spawnt seine Truppen nicht mehr ins Gewinn. War einfach so, oder was? Ich habe 6 Immortals, jetzt gehe ich dann langsam auf Psi-Sturm. Was meinst du? Hat der andere schon. Mach irgendwas Sinnvolles. Mothership. Mothership. Ne, wie wäre das? Wie kann ich jetzt Mothership, das echte, bauen, das riesige? 700 und Tier 3. Tja, viel Spaß. Das kriege ich schon noch. Oh, ich probier's auch mal. Ich geh jetzt auf Mothership, so schnell wie ich Minerals kriege. Ah, dein Koloss überlebt.
Also 6 Immortals hauen von hinten schon heftig rein. Mein Koloss steht noch. Ich habe ja gesagt, ihr überlebt. Aber nicht mehr lang. Die machen aber auch nichts mehr gegen. So, jetzt heißt es Mothership Core nur noch. Ich habe schon 400 Minerals. 300 fehlen noch, und dann haben wir das. Nächste Wave. Hundert Minerals noch. Vorausgesetzt überleben die Brandy Wave. Mothership ist da. Deins auch? Deins auch? Du hast, wo denn bitte ist dein Deins, ey? Meins kommt in 2 Sekunden. 2, 1 und da ist es. Ich hab da keine Chance mehr, jetzt müsste der andere auch noch eins haben. Das ist einfach so edel. Das ist einfach so edel. Wie oft sieht man denn bitte ein Mothership? Und dann auch gleich 2 am Stück hier, zack. Bauen wir noch ein paar Centuries, einfach so, weil mir langweilig ist. Andererseits nehme ich mal das vierte Gas. Aber Mothership tarnt doch die Einheiten von dem, na dann. Keine Sorge, das zweite Mothership ist unterwegs. Da kommt das andere, falls das erste stimmt. Keine Sorge, nur 2 Motherships hier am Reiten. Ach du Scheiße. Wie man einfach nichts mehr sieht. Saugeil einfach. Okay, einfach 2 Motherships am Stehen, ja, das ist. Wir halten die Position. Ach, das Ding ist gelaufen, was will der? Ah, mein Mothership ist gestorben, weil mein zweites Mothership auf dem Weg ist. Deins auch. Oder ja, mein zweites ist jetzt auf dem Weg gleich, genau. Ich habe mein viertes Gas genommen, vorbildlich wie ich bin. So geil, wie mein Ding laufen. Mein Mothership hier erstmal schön alles. Schön alles verstecken. Der Typ baut ganz schön viele Tanks für eine Runde, ne? Aber seine Gründe haben. Nee. Ist einfach so aus Spaß, hat er die gebaut. Aber jetzt habe ich noch ein paar mehr Sentries, jetzt ist vorbei. Sentries. Sentry, good unit. Good unit. Weißt du, bei sowas haben wir keine Aufnahme an. Das ist schon wieder schade, ey. Guck dir die 2 Motherships einfach so. Wer sagt, dass ich keine Aufnahme an habe? Ja klar, wir beleidigen die ganze Idee und Josef Fritzl und so, Alter, das glaubst du, wie schnell wir von YouTube verschwunden sind, wenn wir das machen. Mir doch egal. Ich hab Stress mit der GEMA. Ach, Quatsch. Ich hab's trotzdem an. Wer weiß. Ich sitz ohne Begrüßung einfach rein, ne? Total vorbildlich wie immer. Beide Motherships tot. Ja, weil mein neues gespawnt ist, deswegen. Ja, jetzt kommen sie aber langsam zurück, ne? Mit was wollen die denn zurückkommen, so viel Kolosse wie ich habe? 3.
Also ich bin auf Level 333. Guck dir mal an, was da auf einmal alles gezündet wird. Ein paar Kolosse, paar Icons. Ja, und diese ganzen Guardian-Shields und alles. Oi, oi, oi. Aber die zünden jetzt auch ganz schön rein. Du brauchst noch mehr Emos. Ein bisschen viele mehr Emos. Ja, die kommen jetzt dann auch. I came to serve, sagt er zu mir. Immos sind on the way. On the way. Wieso nimmt keiner von euch das vierte Gas? Warum sollten wir? Ich kriege so genug rein. Also ich finde, man kann nicht genug haben. Unser Nachbar hat über 800 Minerals, warum verbraucht er nichts? Weil er ein Mothership gebaut hat. Haben wir jetzt drei. Nicht im Ernst, oder? Doch. Scheiße, wir haben jetzt drei Motherships. Also das finde ich lustig. Drei Motherships zu haben. Ich habe 13 Immortals gleich. Müsste reichen, oder? Naja, ne? Also. Minimal. Oder? 6, 9, 12, 13 Immortals, ja. Wieso hat er jetzt schon wieder 700, über 700 Minerals? Da will ich nicht ausgeben. Wozu auch? Das war's jetzt aber endgültig. Das war's. Wie der Typ einfach nur auf 1, 2, 3, 1, 2, 2 abzählt, ne? Unser Kollege. Ja, ich bin auf 3, 3, 3. Ich auch. Nur in der Luft bin ich auf 3, 2, 1. Bin ich denn da? 2, 3, 3 so. Pushen die sich echt nochmal vor. Mit was denn? Ja, guck halt mit ihren ganzen Tanks, was die da haben. Ja, ist klar, ne? Die pushen sich echt nochmal vor mit den ganzen Tanks hier. Ah, jetzt geht's hier aber los. Na gut, wenn das so ist, baue ich Carrier. Oh, Void Rays. Scheiß auf Carrier, Void Rays sind billiger und schneller und besser dann auch noch dafür. Du hast so viel Minz bei Void Race, aber zackig. Habe ich. Und dann erforsche ich auch noch ein bisschen was für die Void Race, ein bisschen upgraden. Ceramius is slowing down the game.
Ja, ich guck mir hier gerade die Schlacht an. Ich auch. Sagen hier ordentlich was los. So, jetzt müsste das Ding aber langsam gegessen sein. Jetzt sind drei Waves auf einmal bei denen. Jetzt geht's hier aber los. Die bauen einfach nur so viel Tore und alles. Eieiei. Soll ich noch mal echt noch White Raids bauen? Was kostet eine Void Race? 325 ist das denn? Das Spiel neigt sich dem Ende. Meinst du? Nee. Pff. Siehst du eigentlich mal, was da hinten für Panzer stehen überall? Dem Koloss aber egal, der geht einfach nur auf die Base. Das Ding ist vorbei. Der Kars ist gegessen. Meine Wave beendet das jetzt hoffentlich. Sieht aber nicht so gut aus. Oh ja. Ah, guck dir das live von deren Nexus an, ja? Der 300, Alter. Stresst mich das jetzt wieder. OJ. Jetzt habe ich noch ein paar Weight Rays. Aber Battlecruiser. Warum baut der Battlecruiser? Für was denn? Ich habe Weight Rays. Du hast auch Weight Rays. Ich renne einfach außen rum. Ich merke einfach, es wird nichts mehr deren Truppen, also rennen wir außen rum. Alter, dass wir uns aber auch seit über einer halben Stunde mit sowas beschäftigen müssen. Wir betteln sie, ja, so hype. Du hast einfach 0er AR-Panzerung, das ist so geil. Oh geil. Aber 3er Angriff. Jawoll!